Dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ah, wobei, stimmt. Warte mal, wir könnten das machen oder aber auch nicht. Das ist krass, ne? Sehr hoch. Das machen wir nicht. Wenn das sehr hoch ist, nein. Okay, lass mal gucken. Also, wir könnten das hier machen oder aber auch nicht. Wir könnten nämlich rein theoretisch auch so Aufträge, die nicht gleich blablabla. Okay, das ist sehr hoch. Hier bin ich aber auch nicht zu Hause, das muss man auch bedenken. Ich könnte, warte mal, von hier, hier ist mein Zuhause. Ne, wo ist denn jetzt mein Zuhause eigentlich? Zuhause, wo bist du denn? Doch, hier ist mein Zuhause. Natürlich. Weil rein theoretisch könnte ich auch die Sachen mal machen. Ich glaube, das mache ich auch. Mal ein paar von denen zumindest. Hier sind ja noch ein paar neben Missionchen, also warum nicht? Ne? Welches Level bin ich in? 21. Yes, baby. Da weiß ich aber, was ich mache. Wir werden mal ganz kurz zum Ripper Dock. Muss ich hier hin? Nee, shit. Hier? Nee. Fuck. Doch hier. Von hier kommen wir auch dahin. Weil, dann möchte ich nämlich mal ganz kurz dahin. So, Ripper Dog, wo bist du? Irgendwo da. Okay, warte mal, wie komme ich jetzt zu dir? Durch diese dunkle Gasse? Vielleicht? Kann ich nichts machen. So, wie komme ich jetzt hier zum River Dog? Können wir mal kurz gucken. Ist das auch der River Dog? Ja, muss er eigentlich, ne? Ach, hier lang. Nee. Ah, hier. Kann ich mit Misty vielleicht mal reden? Wie läuft das Geschäft, Misty? Du bist seit 2 Tagen die Erste hier. Vor 2 Tagen war es ein Pizzabote, der sich verlaufen hatte. Auch gut. Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Liegt vielleicht an der ganzen Tech, aber man weiß es nicht, ne? Ich bin hier, um ihnen zu helfen, nicht andersrum. Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Hey. Klar, warum eigentlich nicht? Denk an kürzliche Ereignisse. Denna, das bist wohl du. Wow, danke. Denna symbolisiert den Anfang einer Reise. Wenn du vor Begeisterung strotzt und dir deines Könnens und der Gefahren vor dir nicht bewusst bist. Das Rad des Schicksals. Die Gefahr ist größer, als du denkst. Sie kommt plötzlich, ohne Vorwarnung. Ein Konflikt ist unvermeidbar. Der umgekehrte Wagen offenbart, dass solche Gefahr mit deiner Liebe zum Risiko zusammenhängt. Ziehe nicht zu hoch, wie. Der Magier. Interessant. Du könntest jemand Faszinierendes, Charismatisches treffen. Jemanden, den du vielleicht sogar lieben lernst. Schwer zu sagen. Ah ja. Vielleicht meint sie sich ja selbst. Ciao. Hier war doch gerade was. Da. Ripper Dog. Hallo. Ich würde gerne mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an. Oh. Jetzt bin ich echt am überlegen, was kostet eins? 15.000. Angriffstempo, 2 Angriffstempo. Chance auf Bluten, physischer Schaden und normaler Schaden. Ach, ich bin am überlegen, die Gorilla-Arme zu nehmen. Und die auch irgendwann zu kaufen, damit man so switchen kann.
Aber die könnten mir helfen, wenn ich kämpfe. Ah, Gorilla-Arme. Läuft. Jetzt sehe ich das ja nicht. Doof. Okay, Cyberware. Ach, die haben schon was drin. Schlagring, ich habe ja auch was. Gorilla-Arme versuchen Schockschaden und es besteht eine geringe Chance, Stromschläge auszulösen. Erhöhter Schaden gegen Drohnen, Max und Roboter. Ah, krass. Ist gut, chill. Kann ich die jetzt gar nicht mehr runternehmen? Also laufe ich jetzt immer so durch die Gegend? Doch, okay, geht schon. Okay. Gut. Wollte schon sagen. Gut, jetzt haben wir erstmal Gorilla-Arme, wobei die anderen halt auch nice gewesen wären. Okay, was ist das hier für eine komische Mission jetzt? Kadenz? Ah, nee. Stimmt. Takemura können wir warten lassen. Den alten Sack. Ich wollte dahin. Boah, Junge, Junge, Junge. Auf einmal ruckelt's hier aber wieder wie Hechtsuppe, ne? Jetzt könnte man vielleicht auch das, den Kampf machen. Ne, Moment, hier bin ich falsch. Jetzt müsste ich ja doch ein bisschen mehr austeilen. Waffen muss ich gleich mal gucken. Mal gucken, was das so für Missionen sind. Bin ich ja mal gespannt. Moment, hier muss ich hin. Kann ich dir was bringen? Danke, Claire. Kein Problem. Ruf einfach, wenn du was brauchst. Mein Schirm hat einen Platz auf der Karte verdient. Der große Chulo mit dem Duft? Hab ich gehört. Mein Bein. Erinnerst du dich an seinen Drink? Achte auf eins. Limetten sagt Ginger. Hört sich auch sehr lecker an. Und ein Schuss Liebe. Ganz genau. Und den Drink nennen wir? Den Jackie Wells. Und der erste Jackie Wells geht auf mich. Das Geschäft läuft, hoffe ich. Siehst du ja selbst. Kann nicht meckern. Trinken wollen die Leute immer. Und wir verschaffen Abhilfe. Wie ist es im Afterlife? Hier zu arbeiten, meine ich. Kann mich nicht beschweren. Gibt nur selten Streit und der ist meistens schnell vorbei. Mörderisch gute Kundschaft, ha? Das hast du gesagt. Okay, danke. Okay. Lust auf einen neuen Job? Was gibt's zu tun? Dann wir es eine Lieferung. Von A nach C. Schnell und unauffällig. Schick das besser zuerst zu den Fixer. Scheiß auf die Mittelsmänner. Kostet nur Geld. Das stimmt. Mit der Einstellung wirst du es in diesem Business nicht weit bringen. Ich brauch keinen Rat. Ich brauch einen Lieferanten. Also, machst du es oder nicht? Erzähl mir mehr. Das ist ganz einfach. Du gehst zum Kabuki-Ufer, holst das Paket ab, rufst mich an und ich sag dir, wo du es hinbringen sollst. Easy peasy. Mhm. Und die Bezahlung? Keine Sorge, du bekommst auch einen Bonus. Importiert und zollfrei. Natürlich, alles ganz einfach. Sag ich doch. Ist einfach eine gut bezahlte Lieferung. Also, machst du? Ja. Na klar, ich mach's. Ich wusste doch, dass wir zwei uns einigen. Geh zum Kabuki-Ufer. Such da nach einem Kühlschrank, auf dem No Future steht. Nimm, was drin ist und ruf mich dann an. Anschließend sage ich dir mehr. Gut. Okay. Bis später. Alter, wir haben auch übelst viele Nachrichten, ne? Wer denn?
Oh, so ein Auto kann ich kaufen? Cool. Wir haben auch alle Autos für mich. Mhm. Sehr schön. Alter, wie viele Autos. Ja, ich kann so ein Auto kaufen. Ja, geilo. Das ist natürlich das beste Auto, was es gibt. Ne? Muss man einfach sagen. So, 850 Meter kriegen wir hin. Bin ich zu schwer? Warte mal kurz. Nö, eigentlich nicht. Aber wir haben neue Sachen natürlich immer eingesammelt. Ganz fleißig, wie wir sind. Da können wir mal gucken. Wow, die ist scheiße. Die kann weg. Die ist auch doof, die kann auch weg. Die behalte ich, weil ich die Jacke an und für sich mag. Auch wenn ich es cooler finden würde, jetzt so passende Sachen zu haben. Aber gut. Ah, die Hose ist, glaube ich, blöd, ne? Ja. Ah, dauert ein bisschen. Fehler in der Matrix, alles klar. Schuhe. Okay, die sind doof. Die sind doof. Die sind doof. Die sind ganz doof. Ah, die wären besser gewesen. Naja, gut. Egal. Alle doof. Joa, was haben wir hier so? Mhm. Ja, die ist auch toll. Kann weg. Klassischer Helm. Sieht top aus. Eigentlich müsste ich hier was anderes anziehen. Aber gut. Eigentlich müsste ich die Jacke ausziehen. Der hat irgendwie gerade... Der braucht ganz schön lange, um zu laden. Eigentlich müsste ich nur so rumlaufen können. Das wäre cool. Aber geht nicht. Also Jacke anziehen. Mal gucken, ob die Waffe auch da ist, wo sie soll. Dann kann ich den jetzt nicht rennen. Ah. Wo ist denn mein Motorrad? Hält doch mal eure Base. Ich darf mir wohl mein Motorrad holen. Was geht mit euch? Alter, ja, ganz schön aggressiv, die Bullen, ne? Ich glaube, das waren Polizisten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Huch. Okay, hier weiterfahren. Sehr gut. Oh, das wäre cool, man. Die Gorilla-Arme und diese Mantis-Klinge. Eigentlich müsste das gehen. Das wäre ganz cool. Ah, gut, man soll ja auch nicht zu viel haben. Ja, ein bisschen OP. Ups. Das war ich nicht. Das lag schon da, als ich hier angekommen bin. Wie? Ich habe einen einfachen Auftrag für dich. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Ja. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake. Zerrissenes Arm. Mehr Infos über ihn schicke ich dir. Boah, Alter, verschluckt. Nur alles gut, lebe noch. Glaubt. Ich muss das immer ein Stückchen heller machen jetzt. Ich glaube, die andere Seite aber auch mal. Ha, noch ein Stück heller. So. Guckt man halt leider auch nicht so oft drauf. So, wo genau... Oh, Flasche mal kurz weg, sonst steht die da doof auf dem Kabel. So. Und noch was, Blake hat sich ein paar Animals, genau. Animals hat er sich geholt, geil. Das alte Tier, du. Was ist das hier? Okay. Ja, schon da, ne? Deswegen können wir machen. Komm schon, du und ich!
Warum treffe ich denn? Ich bin nicht irgendwie besoffen. Ja, tschüss. Hier. Das sind wohl diese Animals, von denen die reden. Alles klar. Sind aber auch, da kommen die angelaufen und dann, weißt du, wollen sie direkt auf die Fresse gehen. Furchtbar. Was ist denn da schon wieder los? Ich hab was gesehen. Was ist das? Hä? Ach so. Aha. Da stand was im Weg. Ich verstehe. Kommt auf YouTube blöd, weil da ist gar keine Kamera an für die Folgen. Naja. Okay. Das sind also die Animals, von denen man so viel gehört hat. Aber generell, doch, generell kriegt man die, glaube ich, gut hin, also. Denke schon. Los, Regina, hau rein. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake. Gerissenes Ass. Mehr Infos über ihn schicken. Oh Gott, jetzt kommen sie noch. Kurzschluss. Die halten aber ein bisschen was aus. Denk doch mal nach. Aber bist du da hinten besoffen? Hast du mal aufhören damit? Komm her. Die hat Blei gefressen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Ich hätte einen Audioschock vielleicht machen sollen, wäre besser gewesen. Bist du völlig bescheuert? Ja. Ganz crazy bin ich. Oh nee, Alter, nicht ihr auch. Geh mir doch nicht auf den Keks, Bros. Ich will doch nix. Na, ist zu weit weg. Och, jetzt gehen die mir auch auf den Sack, ey. Ja, machen wir Audioschock. Ah, wobei, nee, der ist tot. Durch den Audioschock gestorben. Wo ist der denn hin? Da, tschüss. Okay, du kriegst einen Kurzschluss. Und bei dir mache ich mal einen Audioschock. Als ob das nicht gereicht hat. Tödlicher Knieschuss. Man kennt. Haben wir's? Ich will gar nicht. Nette Waffe. Ja, wer bist du? Hi. Na, wie geht's? Na komm. Alles klar. Haben wir. Easy Game. So, ich will mich nicht mit Takemura treffen. Jetzt hör auf damit. Was wollte ich denn eigentlich machen? Warte mal, jetzt. Das hier war das, oder? Ja, genau.
Es gab ein Problem, du hast es gelöst. Ich bin zufrieden, der Kunde auch. Gut so wie. Auftrag erledigt. Das ist doch schön. Ja, 22. Ach Gott, jetzt muss ich das nochmal suchen. Ach stimmt, Kühlschrank mit No Future drauf. Oh Gott, wo ist der Kühlschrank? Das ist, glaube ich, ein Klo, oder? Ich glaube, das ist ein Klo. Kühlschrank. Öffnen. Okay. Das ist da wohl nicht gewesen. Kann er hier auch noch irgendwo stehen, ey. Weiß ich denn, wo der ist, der Kühlschrank? Oh, ah. Scheiße. Okay. Sieht mitgenommen aus. Aber er lebt. Mal sehen, was Dennis dazu zu sagen hat. Hey, wie läuft's? Hast du das Paket? Er sieht ein bisschen mitgenommen aus, aber okay. Was jetzt? Ich habe ein Auto bereitgestellt. Leg den Mann in den Kofferraum und fahr Richtung Northside. Die Adresse ist im GPS. Okay. Noch was. Pass auf die Tigers auf. Wir haben's auf deinen neuen Begleiter abgesehen. Toll. Moment mal, was? Leg der Wichser einfach auf. Na komm. Warum trage ich die denn eigentlich alles so? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Oh, scheiße. Ich glaube... Wie lege ich ihn jetzt ab? F? E, fallen lassen. Fallen lassen. Macht er gar keinen Damage. Oh nee. Alter. Hallo. Möchte hier gerne. Warum kann ich. Ich kann hier nicht raus, oder? Das ist ärgerlich. Nachladen. Hey, na? Die brennt. Oh, blöd gelaufen ist, ne? Okay, einer ist da hinten noch. Ach komm, geh mir doch einen Keks jetzt. Waffenglitch, da. Der Hack dauert ganz schön lange. Ja, Adrenalinstoß pur. Entstressig, sag ich dir. Na, wenn das jetzt noch ein paar Mal passiert, weißt du? Wenn das noch ein paar Mal passiert, dann bin ich ja übelst froh. Na toll.
hat er denn sein Kackauto bereitgestellt, ey? Ja, schlaf mal ein bisschen, ne, mein Freund? Alles ist gut. Solange du wild bist. Wo soll er denn jetzt hin? Ablegen. So einfach geht das. Ay. Geilste Karre überhaupt, ey. Ah, richtige Mucke dazu. Hey! Es tut mir leid. Ja. Job ist erledigt. Das sehe ich. Gute Arbeit. Nett. Alles okay mit dir da drin, Haruyoshi? Dennis hat mir Hoffnung gegeben. Also, wer ist der Typ? Er wird dir alles erzählen. Haruyoshi? In Japan, Institut Nummer 1 gewesen. Ah. Und ganz ruhige Hand. Super. Eines Tages, Tiger Claws Boss braucht OP. Aber viel passiert. Passiert. Tiger Claws sehr böse. Ich verstecke in Fischerboot und komme zu Amerika. Dann ist mein Leben gerettet. Mein Geheimnis ist groß. Ich töte Tiger Claws Boss mit Absicht. Ich guter Chirurg, der Beste. Aha. Eine Warnung wegen der Tigers wäre hilfreich gewesen. Ich wusste, dass du das hinbekommst. Und wie ich sehe, hatte ich recht. Das ist alles sehr nett, aber ich wurde noch nicht bezahlt. Ich weiß. Hier. Ich hoffe, die Klinge wird dir gut dienen. Wie heißt du nochmal? Hirnchirurg. Ah. Der Beste auf der Welt. Gute Instinkte. Hirnchirurg heißt er, gut. Wo genau kommst du her? Hirnchirurg. Der Beste auf der Welt. Oh. Gute Instinkte. Daher. Das ist krass.